Acrobat. Stopp! Ach, ja, auswürfeln. Genau. Hatte ich ja total schon verdrängt. 10 und 2. 1, 2. Ich bin Puffix. Oh ja. Chris ist Amy und du bist Cream. Oh cool. Kann ich dir schon wieder derjenigen bei meinem Charakter bleiben? Also ich bin Puffix. Zim. Oh nein. Soundeffekt ist zu laut. Achso. Knuckles. Oh no. Nein, nein. Wah! Mein Gott, alle zusammengekettet mit Puffix. Das ist ja lustig. Wir müssen nach oben. Natürlich. Und da hat wieder jemand riesig viel Spaß. Da unten ist Schwungfeder. Ah. Ich würde jetzt schon wieder lieber tot bleiben. Das habe ich befürchtet, dass das passieren würde. Komm her! Wir kommen ganz nah an die Sprungfeder. So nah wie wir können! Bleibt oben, ich komm hoch. Ich auch, zumindest wenn ich könnte. Ich töte mich mal eben. Wir standen alle an derselben Stelle. Wir müssen rein, auf diese Plattform da. Ja. Können dann. Au! So funktioniert's auch. Ich bin oben. So funktioniert das auch. Nein! Finde ich aber cool, wie wieder so ein stylisches. wieder so, ein, so eine stylische Kombination. Amy und Cream. Hat was? Autsch. Noch so ein Puffball. Dankeschön. Mann, die Viecher nerven echt brutal. Nein, was mach ich da? Nein. Ach, ich hab's überlebt. Was du machst, war schon immer ein ungelöstes Rätsel. So, okay. 1, 2, 3. Hat sehr gut funktioniert. Mhm. Jetzt dürfen wir nämlich nochmal ganz von vorne anfangen. Ach nee, doch nicht. Da. Ach nee, warum muss dort ein Gegner stehen? Und vor allem so durchgeglitscht. Ich hab gesagt, so durchgeglitscht. Ich hab mich geopfert. Weiter. Chris. Ich zieh dich hoch. So. Okay, jetzt. 1, 2, 3. Geht doch. Ah, na also. Ich hab leider kein Spin. Geht weiter. 1, 2, da entlang. 1, 2. So geht das auch. Das sah lustig aus. Ich hab gerechnet damit, dass du mit 3 weitermachst, aber dann. 1, 2, 3! Ah! Oh. Ich versuche immer noch mich rechtzeitig umzubringen, falls ich was verkacke. Komm her! Was machst du da? Da oben! Ach so. Wo die Kette hingeht! Mensch! Ja, ich dachte, Chris hängt noch da unten ein bisschen ab. Ach, wir sollten. Ach, nö, ich weiß, wo wir entlang müssen. Wenn jetzt. Oh nein. Puh. Hä? Wo bin ich? Hä? Oh, ich hab's irgendwie überlebt. Nein! Das sah interessant aus von meinem Standpunkt. Ach, hab's geschafft. In Dash. Oh Gott. Ja, es geht hier gerade ziemlich schlecht. Ja, Amy ist leider so. Dreh dich mal ein bisschen durch langsam. Die Gegend herum mit Cream. Oh. Du kannst da hinten auch landen, da wo ich gerade hinschaue. Wow. Komm schon. Ja. Wir haben es geschafft. Also. Okay, wo müssen wir? Wir müssen. Ah, ach, oh mein da, Gott, müssen wir hin. Ach, jetzt sehe ich das. Okay. Oh. Ja. Gemeine Falle, was? 1, 2, 3. Nein! Vor allem das. Damit. Okay, wer möchte das haben? 1, 2. Halt. Wo müssen wir hin? Da nach oben. Geradeaus. 1, 2, 3. Nein!
Genau, das haben wir wieder Schild genommen. Genau, das haben wir wieder Schild genommen. Genau wusste, dass mir sowas passieren musste und ich kann nichts tun. Toll. Ich habe jetzt aber auch keine Lust, hier aus dem Spindash rauszugehen, weil ich nicht auch runterfallen möchte. Ja! Na gut, dass ich ein Schild hatte, ehrlich. Also, sonst wäre ich tot gewesen. Passt das ja. Meine Kamera. Stopp. Ich möchte den Checkpoint. Checkpoint hab ich schon. Ah, oh, lol. Ich glaube, jetzt hat jeder den. Oh Gott. Ihr habt mich gerade so noch mit reingezogen. Wir müssen links. Links unten. Da. Oh, jetzt kommt der Windkanal aus der Version 2.0.6. Die ist lustig. Ja, Windkanal. Oh, das wird lustig. Angekettet vor allem. Oh! Verdammt. Wir alle sind gestorben, was? Ja, kurz nacheinander. Keine Nunchos. Chips dafür immerhin. Nacho Chips. Wow! Da-dum. Ah, jetzt haben wir Glück. Jetzt haben wir Glück. Maus. Oh, ist so klein. So putzen. Oh fuck, ich bin so. Ach Gott. Nein, was machst ihr da? Ihr habt mich zurückgezogen, ich bin tot. Was? Hä? Oh nein! Okay, jetzt habe ich mich absichtlich. Nein! Nein! Jetzt habe ich mich absichtlich in den falschen Ausgang. Hä? Ich steck. Wie hast du das gemacht? Ich bin gerespawnt anscheinend gerade als ihr in der Röhre da drin wart. Er ist pro. Ich bin so böse. Wir noch beide hintereinander. Jetzt sind wir alle so hinterher, das ist so furchtbar. Da bin ich immer so langsam plötzlich. So. Nein! Jetzt hat mich irgendwas nach unten gezogen. Geister. Ja, diesmal du auch. Achso, nee. Die Musik ist auf jeden Fall cool. Das Ding ist, jetzt erwischen mich die Boah. Laser. Okay. Gut, wie ich es immer. Ah, so klein. Okay, Moment, jetzt müsst ihr es richten. Weil ich, wenn ich respawn, dann. Ich stecke einfach fest. Hab ich. Ach, da seid ihr. Oh. 15, 17. Ach Gott. Von unten 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ich bin Mighty. Ja, 17 habe ich schon gezählt. Keine Sorge. Mighty. Chris ist Metal Anyone. Und Andy ist Minus. Okay, ja, ich bin Mighty, ja. Wie viele als Kombination haben wir denn? Nicht mehr viele. Wie viele genau? Keine Ahnung. Okay, du hast gerade nicht. Welcher bin ich mal gleich? Mighty, oder? Moment mal kurz, ich muss mal kurz nachgucken. Metal Anyone und Minus haben wir. Metal Anyone und Minus haben wir. Ich bin Mighty, stimmt ja. Oh, okay. Alles klar, ein Held kostet. Jawohl. Traue nicht deine. Alter, was für. Was zur Hölle ist das für eine langsame Beschleunigung? Was ist denn das? Alter! Nicht außerhalb landen, nicht dein Augen trauen. Du darfst dir nicht deinen Augen trauen. Oh, du bist Knuckles. Wie bin ich Knuckles? Ich bin Knuckles. Ich glaub keiner Knuckles. Ich hab Knuckles-Fähigkeiten. Was? Was? Wie gesagt, traue nicht deinen Augen. Traue ich dir nichts. Deswegen sind ja wahrscheinlich auch so viele Leben. Ja, wenn du die Welt versuchst zu holen, bist du tot. Farbe. What's a freak? Oh no. Nein, was? Ja, sie hat mich beinahe meinen Tod gezogen, ihr Spezialisten. Nicht. Du
bist du? Ich bin den richtigen Weg entlang gegangen, aber ihr läuft mir die ganze Zeit außen herum. Worum läuft denn hier? Gute Frage. Da! Hier! 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 Da! Irgendwie habe ich schon wieder so diesen seltsamen Bug. Ich sehe überhaupt nichts. Da! Unten! Da! Der Bug, dass wenn ich Dings, wenn ich bestimmte Personen in einem bestimmten Blickwinkel angucke, dass die wieder anders gefärbt sind. Da unten. Da steckt jemand fest! Ja, Moment mal, ich muss mich suiciden. Ich glaube, hier muss man Spin Dash durchmachen, oder? Ja. Mit Silvera kommt man ja auch nicht durch. Jetzt habe ich aber Probleme. So, hier, ja, also, ich sehe dich in Sim manchmal. Oh nee, nein, Moment. Du musst springen und dann zu sein. Zurück zu normalen Namen. Nein! Suicide. Nein, oh. Was machst du da? Ich will ein Suicide binden. Wo ist nochmal die Anführungszeichen? Die Anführungszeichen sind auf Suicide. Boing! Wenn ich Spaß habe. Boing! So, na also, okay. Bin wieder Boing. Da. Finally, meine Güte. Was steht da? At least slide some nunchos. Ach ja. Echt sein Augen nicht. Ach ja. Das heißt lustig. Oh ja, da, ach du Liebe. Ja, das funktioniert bestimmt. Ha! Tja. Ja, toll. Cheater. Wo bin ich ein Cheater? Du spielst gegen die Regeln. Warum ist das gegen die Regeln? Die Wand ist kletterbar, also nutzig ist auch. Stimmt. Ich kann man ja auch umklettern. Kann Metal Anyone immer klettern? Nein, der kriegt eine zufällige Fähigkeit. Nee, das ist Knuckles Fähigkeit. Was? Wie kannst du auf dem schwarzen Chip überleben, aber es tötet da einen? Nee, ich demonstriere es mal kurz, der tötet mich. Wo bin ich denn jetzt wieder gespawnt? Das ist geil. So, ich packe jetzt erstmal hier. Ich habe einen guten Job. Sehr gut. Das Ding ist, wir müssen dann anscheinend woanders hin. Ah, ich komme so nicht weiter. Na, pff. Wenn ich wenigstens auf dem Chip spawnen würde. Nein! Ah, okay. Wir müssen mal da weiter ein bisschen da entlang. Ach, fast. Ich hab's fast geschafft. Okay, mit Maltys Doppelsprungfähigkeit ist ein bisschen einfacher. Okay, wo müssen wir denn hin? Da oben. Ich seh. Oh Gott. Dann musst du erstmal auf dem schwarzen Chip und danach hier nach oben. Oder auf einem anderen Chip. Nein. Oder auch nicht. Kann ich die Kette einfach ignorieren? Ich kann die Kette ignorieren. Nicht wirklich. Ist ja krass. Nicht wirklich. Chris hängt an der. Die Sache ist, du hast eine schnelle Beschleunigung, also kannst du sie besser ignorieren. Aber nicht vollständig. Es leckt gerade bei mir. Tut es? Ja, die nächsten 60 Minuten sehen wir, wie ich versuche, hier hochzukommen. Okay, die Zeit beginnt jetzt. Ja, das ist ja wegen der schnellen Beschleunigung wieder mal. Ja. Die kann schon einige abfacken. Warum halte ich mit der linken Hand die mit der rechten Hand die Shift-Taste gedrückt und steuere mit der linken Hand die Maus? Macht absolut gar keinen Sinn. Man hat mein Leben je Sinn gemacht. Oh Mann! So, komm. Es ist schön, wie ich einfach in der Gegend herumschwebe. Ja, einfach an der Wand. Und ich einfach eingerollt bin. Roll, 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 roll. Ich stand doch schon drauf. Mann, sag. Ich hab ihn mit meiner Nase festgehalten. Ja. Unterhaltet euch mal kurz. Das kann bei mir jetzt noch eine ganze Weile so weitergehen. Was macht ihr? Musik! Wir sind die moralische Unterstützung. In einer Minute schon abgelaufen.
Konzentrationsfähigkeit steigt kaum. So, wo müssen wir jetzt hin? Warte mal kurz. Entweder da entlang oder da entlang, aber ich bevorzuge mal diesen Weg. Nicht runter. Ah! Ah! Nein! So, jetzt muss ich wieder hochspringen. Warte, warte. Ich hab doch die Kette. Ich kann noch halbwegs ignorieren. Nein! Ich kann wenigstens Doppelsprung ausführen. Ah, ja, gut. Jetzt kann ich mich auch mal zurücklehnen. Aber nicht für lange. So. So. So, du solltest als erstes darüber springen. Das meine Bau. So, jetzt ich. Ah, komm, ich komme da ganz leicht nach oben hin. Ja, das habe ich ehrlich gesagt schon befürchtet, dass das passieren würde. Wow, 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 wow. Oh, fuck up. Wow. Was ist da los? Oh Mann. Ich denke, ich werde durcheinander hier. Bei mir ist gerade irgendwas abgespackt. Aber jetzt geht's so wieder. Jetzt. Falsch. Jetzt. Falsch. Jetzt brauche ich die 60 Minuten. Ah nein! Stehen da und bin fast. Ja, du bist da, hurra! Ich kann einfach Doppelsprung hoch machen. Dann mach. Hurra! So. Ja, gut. Sieht so lustig aus! Ha! Hehe! Könnte abusen. Oh, eigentlich, wenn Pfeile nach unten sind, dann müsste man doch nach der Logik von diesem Level eigentlich nach oben, oder nicht? Tja! Hier gibt's keine Logik. Logik ist ausverkauft. Das ist das Problem. Na, ich seh meine Kamera, scheiße! Hier entlang, wo bin ich überhaupt jetzt? Hä? Meine Kamera war scheiße. Da entlang. Glaube ich. Das ist ein kleines Labyrinth hier. Mal jetzt suchen, wo es lang geht. Na, ich bin erstmal in der First-Person-Perspektive. Danach hier das zweite, hier entlang. Stopp. Ich hoffe mal, das ist der richtige Weg gewesen. Disco Room, schon wieder. Der Disco Room ist neben einer Falle. Wir kommen aber immer näher ran. Du kannst als Minus durch die Disco Room laufen, da du runter bist. Aber wenn du so weit rausspringst, dann bist du tot. Zeig doch! Tatsächlich. Ich würde es mal nachgucken. Wollte mal gucken, was passiert. Zumindest kannst du es jetzt ein bisschen genau beobachten. Ah! Mistfliegen. Ach ja, ich gestern vor der Aufnahme noch. Wenn ich diese Fliege kriege! Und batsche da einer richtig drauf und hab die Fliege erwischt. Voller Aggressionen. Ja, so bin ich. Ja, ich habe einmal auf meine Hand drauf geschlagen, jetzt ist er auch weg. Ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen, ob ich es erwischt habe oder nicht. Wuhu, wir haben es geschafft. Ha, da musst du nicht so sein. Achso, lol. So. Da müssen wir das Kraler-Bouncing machen, beziehungsweise Brawler-Bouncing. 1, 2, 3. Boing. So juhu, lustig. Ey, das ist ja geil. Das gefällt mir. Das ist so schön. Komm mal runter und ich hab mich wieder selber gehört. Aus irgendeinem Grund. Oder danke so. Schön. Ey, schaut mal daher. Kommt euch dieser Raum bekannt vor? Nein. Ah, doch. Natürlich, Mann. Ich dachte, nein wäre jetzt ironisch gemeint. Lol. Ach, da müssen wir jetzt hier hingehen. Da entlang. Ah. Alles klar. Wie könnte mir dieser Raum nur bekannt vorkommen? Dass er mich überhaupt nicht angeht. Wow! Boi. Ach, jetzt kommt der lustigste Teil. Wow, Riesentreppe. Kommen wir. Ah! Ich hab's gewusst. Wir müssen sterben. Wir dürfen nicht auf das Gelbe drauf. Ey, diese Beschleunigung. Ich hab auf nichts Gelbe. Oh.
Jetzt hat er die Float-Fähigkeit. Zuerst hat er die Kletter, jetzt hat er die Float-Fähigkeit. Was für ein Cheater! Okay, wir dürfen die weißen Stellen nicht betreten. Wow. Sagte er und dann passierte das. Sind gelb nebenbei, Bär! Alter! Was machst du da? Na gut, Chris, halt uns hoch. Ja, stimmt. Voll so, Chris, was... Oh, wow, ich rap mich hier durch alles durch, oh mein Gott. Chris. Nein. Nein. Ah, nein, warum spawn ich denn bitte schön? Nein, oh, ich bin im Giftwasser gelandet. Wow. Könntest du mich bitte hochziehen? Es geht ein bisschen schlecht. So, das sieht so lustig aus, ehrlich. Ich warte erstmal, bis Victor auch tot ist. Hättest du wohl gerne was? Oh Mann! Chris, du bist gerade so nicht hoch genug für diese Plattform da vorne. Das ist etwas ärgerlich. Ah, das ist so lustig, ehrlich. Nein! Dankeschön. So, jetzt land aber bitte nicht im Gefahr. Ah! Ach, du jetzt doch. Ja. Warum bist du hier nicht einfach gelandet? Weil ich immer zurückgezogen wurde. Wie wär's damit? Nein! Ach, was macht ihr da? Was macht ihr da? Was wir sollen. Ah, verdammt. Nein! Ich bin so froh, dass ich diesmal nicht hoch genug war. Na, Mann! Wo bist denn du überhaupt? Danke! So, wo müssen wir hin? Okay. Pass auf, nicht falsch landen. 1, 2, 3! So, jetzt aber danke! Oh nein! Das machst du jetzt durch, so wie ich im Mystic Realm! Das machst du jetzt durch! Ja, das wolltest du aber nachher. Das sieht so komisch aus. Ich will gar nicht wissen, wie es aussieht. Sieht so aus, als wenn man so auf mich guckt, sieht so aus, als ob irgendwie aus Metal Sonics Kopf immer so Dings, so dieses ich Teil da rauskommt. Ich würfel schon mal für die nächste Kombi, ja? Mein Gehirn. Wir haben eine 5 und eine 8. Jetzt kannst du ja gleich mal zählen, wie viele Kombis wir noch haben. Eine 5 und eine 18. 5 und 18. Willst du mich verarschen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Kombis haben wir noch. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ich bin Parappa. Chris ist Amy und du bist Pinky. Ich bin Parappa. Ach ja. 3, 2, 1 und down. Wunderbar. Jetzt habe ich aber natürlich vergessen, was wir. Hurra! Wir sind noch nicht durch! Verdammt! Aber was hatte ich jetzt nochmal? Parappa? Nein, ich hatte Parappa, du hattest Pinky. Lautstärkewarnung an alle Zuschauer und an euch. Eine totale Lautstärke-Warnung, nur mal so zur Info, denn das Kommende wird nämlich wirklich nicht gerade sehr angenehm sein. Noch unangenehmer als das von Mostic Reelen. Also diese eine, sag schnell, Stage. So. Ich hab alles runtergedreht. So. Moment, ich muss so schnell runterdrehen. 1, 2, 3, 4, 5. Wieso bin ich denn jetzt Cream? Was hab ich denn? Nee, ich hab Pinky. Ja. So, ja. Gewechselt. Ja. 3, 2, 1. Ups, falsche Map. What? What? Okay, ist auch die falsche Map. I hate Cosmo, das hatten wir. Das hatten wir eben, um genau zu sein. 22? Nein, das war das nicht. Dann war es 30, oder? Nein, das hatten wir auch schon. Das da! Ich hab's gesagt, Lautstärke war, deswegen hab ich alles über runtergedreht. Wo müssen wir lang? Jetzt rede ich auch selber leiser, weil ich meinen Ton leiser gestellt habe. Das ist irgendwie.
Was passiert, wenn ich hier drauf drücke? Das ist die erste Doom-Stage, um genau zu sein. Da. Okay, hier sind wir halbwegs richtig. Wenn ich mich an... Ich habe ja Doom mal einmal gespielt und da müsste ich... Das sind bei Giftwasser eigentlich. In der originalen Version von Doom. Das ist die erste Stage aus Doom. Auf der Engine, auf der es läuft, wert. Das ist Suicide and Chris. Er steckt fest. Ich. Chris. Weil ich nicht durch diesen coolen Raum da durchgekommen bin. Ah, diesmal nicht. Und Chris, wie ist es so für deine Ohren? Naja, ich hatte sie die ganze Zeit schon leise. Genau aus dem Grund. Nö, ich hab's immer leise. Als ich dies jetzt zum ersten Mal gespielt habe, habe ich das Headset fast weggeschmissen. Aber eben nur fast. Da? Nein. Was ist das überhaupt? Anfälle. Wie kommt man in diese Stage eigentlich hin? Keine Ahnung. Wah! Da bin ich gelandet. Will ich's wissen? Könnt ihr mal ein bisschen... Ach so, muss man sich ja gar nicht umbringen. Ne? Aber wo gehst dann du denn? Da! Da! Ich hab die Sprungfeder gefunden. Wo bist du? Wo ist die Sprungfeder? Da. Da. Ah, wir zum Reinkommen mit was? So. Da war's. Ah, da ist das Ziel. Chris frisst wieder seine Chips. Der hat aber auch echt viel Spaß, immer diese vielen Schilder dahin zu stellen. Ja. Würfel mal die nächste Zahl aus. Achso, Now in an important, was auch immer. 5. Barack Obama! I can't find my fucking brief certificate! Damn, a party bitches all up my ass about it! It's gotta be around here somewhere. Ja, sieht gut aus. Ich habe eine 4 und eine 5. Ich liebe die Musik. Ich auch. 4 und eine 5. 1, 2, 3, 4. Oh, ich bin Sylveon. Oh ja, Sylveon in dieser Stage, das ist lustig. Chris ist Metal Anyone und Andy ist Mario. Moment. Ich muss erstmal meinen Charakter wechseln. Da. Ah, ich bin silbernes Sylveon, das sieht doch gut aus. Nunchos! Nunchos! Meine Nunchos! Alles meine! Nunchos wichtiges Sylveon! Wie viel hast du jetzt genau von denen? 45. Gar nicht mal so viel mehr wie ich. Jetzt habe ich 69, 71. 100! Ja, du ziehst ja uns alle auch weg. 109. Hier gibt's eben mal ein verstecktes Papier. In irgendeiner Wand. Okay, Moment. Wir sollten uns aber auf die Aufgabe konzentrieren. Die Aufgabe ist es... Oh, da ist es. Gefunden. Ich möchte die Nunchos! So, ich will auch nochmal 100 haben. Abgelehnt. Jetzt aber erstmal sind mal 200 wichtig. Noch ein Nuncho. Komm schon. Ah, 204. 205. Halt, ich habe einen Gang gefunden. Hast du? Das ist der? Ja, da ist das Papier versteckt. Ach ja, nebenbei, wenn man hier F11 drückt, dann gerade mal einen Farbfehler. Aber nur in dieser Stage. Lustigerweise. F11? Ja, bei F11 hat man so einen lustigen Farbfehler. Sieht so lustig aus. Tja! Ich kann keinen Unterschied erkennen, ehrlich gesagt. Wahrscheinlich, weil du im Software-Render wieder spielst. Ja, nicht im OpenGL. Ich spiele auch im Software. Ich spiele im OpenGL-Render, weil der OpenGL besser ist. Sieht so aus, als ob man Game Boy Color spielen würde. Die Farbpalette ist voll anders. Dahin. Halt! Meins! Wollte ich ja nur drauf. Ja, ich kann eben mal meine Logic wieder hochdrehen. Nunchos! Wie viel habt ihr eigentlich schon?
gerade mal 106. Ja, 169. Ja, du ziehst uns auch alle weg hier. Ja toll, du hast 200. Ich hab 301. 319. Festfressen, sag ich mal nur, was? Ah, zur Hölle, wer zieht denn hier? Chris, hör auf zu boykottieren. Ich wollte raus. Ich war gefangen. Hier so, können wir einen Perfekt-Bonus versuchen. Oder auch nicht. Perfekt-Bonus. Das war nebenbei nicht mal Absicht. Moment, jetzt kann ich mal wieder den Dings. Wir haben eine 15 und wir haben eine 7. Achso, ja, nee, Hä? Wir haben ja ein Chaos Emerald bekommen, achso, weil Mario da war. Jawohl! Und bei mir ist es gerade komplett die Farbpalette abgefuckt. Okay, gut, also ich Moment. Ich hab 7 von unten auf jeden Fall. 7 von unten, Moment. Lass mich erstmal die nächste Map-Nummer finden. Ich lass mich. Ach Quatsch, mit Soße. Cool. Das sieht irgendwie total komisch aus mit dieser Farbpalette. Das gefällt mir, ehrlich. Jetzt ist nur das Gras ein bisschen dunkelgrüner geworden. Wah! Ich bin tot. Red Eggman. Okay, gut, also... Das machen wir jetzt! Ja. Genau in der Konstellation. Ich bin dagegen. Ja, Nachos essen! Nachos! Wollen wir nicht die nächste Stage mal machen? Ich such sie gerade. Okay, 60? Nein, gibt's auch nicht. Alter, wir haben schon alle Stages geschafft. Jetzt gibt's nur noch Dings. Racing und was auch immer Stages, aber die können wir auch alle machen. Also, welche Zahl von unten? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich muss wieder von vorne anfangen, 7, ich bin Robohood. Paper Luigi ist dann Chris und Andy ist Blaze. Blaze sein, genau. Ja, ich bin Robohood. Ja, es war nämlich die Wunschkombi. Es sieht total lustig aus jetzt mit der Farbpalette hier. Aber was war ich nochmal gleich Robohood? Ach, ich bin Robohood in dieser Stage, das funktioniert gar nicht. Ich kann nicht mal durchkommen damit. Nein, kein Scheiß jetzt. Also gut, ich kann mich jetzt noch nicht wechseln. Moment, warte mal kurz. Kann ich auch mal nicht wechseln. So, Moment. Wir müssen erstmal landen. So. Nee, es kann nicht gut gehen. Ja. Es kann nicht gut gehen bei mir. Ah doch, es kann gut gehen. Ich werde hier nur durch die Gegend gezerrt. Ich kann nichts machen. Absolut gar nichts. Diese Musik. Diese Invincibility-Musik. Stopp. Ich kann nichts machen, außer mich nur durch die Gegend ziehen lassen. Kein Schaden. Ah. Oh, cool. Ich kann nichts machen. Absolut gar nichts. Ja, da müssen wir halt damit leben, ne? Ich kann höchstens nur meinen zweiten Dings Sprung ausführen. Ha, doch, ich kann was machen. Bumm, mich hat ein Eggman-Monitor irgendwie erwischt. Jetzt kann ich absolut gar nichts mehr machen. Nein, nein, nein. Okay. Oh. Das ist so seltsam. Sky Race nennt sich das. Wo zieht er mich? Ich freck gleich ab. Wenn ich gegen die Stacheln falle, dann freck ich ab. Apropos. Haha. Ja, nee, ist ja nicht schlimm. Wir wollen ja hier nur. Wir versuchen eine Runde zu schaffen. Haben wir so gut wie geschafft. Ich kann nichts machen. Echt absolut gar nichts. Okay, ich vermute mal, das Wasser ist keine gute Idee. Doch. Es schießt sich nach oben. Ha! Oh, ich kann echt hier absolut gar nichts machen. Das ist so lustig. Jetzt werde ich gleich wieder Skype-Nachrichten bekommen. Das weiß ich. Karik! 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 Na, bei mir ist es dieser Ching-Ton aus Street Alternative. Okay. Jetzt müssen wir nur noch runterziehen. Viel Spaß! Das ist kein Problem. Oh. Jetzt kann ich mich steuern, halbwegs zumindest, okay, nicht mehr. Jetzt kann ich sind wir nämlich wieder am Anfang. Ich möchte noch ein paar Monitore haben. Nein! Oh nein! Ich hab ein Armageddon-Schild! Ich hab ein Eggman-Monitor bekommen, wir holen jetzt die anderen Monitore aber auch noch. Die respawnen immer wieder.
Ha, ich hab ein Feuerschild. Aber es nützt mir überhaupt nichts. Versuchen wir mal die Abkürzung zu nehmen hier. Ich hab lustigerweise... Da hinten, da, wo ich nicht hingucke. Da. Da ist eine Abkürzung. Da. Mensch, da. Hinten bei Sprungfedern. Da, wo ich hingucke. Wohin? Du sollst mal landen. Da! Jetzt bist du da vorbeigel... Ich kann... wusste doch, ich krieg gleich wieder Skype-Benachrichtigung und das war fail. Okay, ich kann nichts machen. Hey, hallo. Nächste Stage? Nicht, wie gesagt, ja. Ich wusste das fail. Nächste Stage, wir müssen wieder Charaktere wechseln. L. 3. Ups, falsche Map. Der Nachbar sein. 11-3, das heißt von unten 3. Von unten 3, das heißt 1, 2, 3. Ich bin Mighty, Chris ist Sylveon und Andy ist Skycole. Oh, cool. Ey, ich glaube, ich bin das erste Mal. Mighty. Okay, lass mal landen. Ich kann fast weg. Ach so, erstmal landen lassen, ne? Ja, weil wir gerutscht werden. So, Mighty bin ich. Blazard. Ah, das sieht lustig aus mit Pinky. Bei der Farbpalette, die ich gerade aktiv habe, mit diesem Bug. Ja, mein Fuß. Blizzard. Hey. Auf geht's! Da entlang! Da, bei den roten Sprungfedern. Ich möchte da entlang gehen. Das ist ein geheimer Weg. In Anführungszeichen, geheimer Weg. Leute. Ich weiß aber nicht. Ah, da. Da muss ich hin. Ah! Gehen wir wieder zurück auf 3. Okay, runter. Ich schieb dich. Ja, nee, ich weiß schon. Runter mit dir, Chris. 1, 2, 3. Wow. Ich war gerade da. Jetzt hat man schon richtig gemacht und dann war es trotzdem falsch. Huff. Ich wurde nach vorne teleportiert. Ja, du hast... Und schon wieder! Und Chris hat viel Schuhe bekommen als Sylveon. Oh Mist, ich bin runtergefallen. Jetzt möchte ich auch mal einen Monitor haben. Oh, ich habe einen Leben bekommen. Nee, stopp, ich habe Ringe bekommen, so. Ich habe auch Ringe bekommen, beziehungsweise einen Anschuss sind das eigentlich. Oh, ich habe einen... Das sieht cool aus. In der Palette, muss ich zugeben. Das sieht wirklich cool aus. Oh, ich habe extra Leben bekommen. Was ist das für Musik? Bin ich jetzt unverwundbar? Alla, what the fuck, Mighty? Warum bist du so schnell plötzlich? Autsch, ich bin verletzt vom Giftwasser. So, jetzt gehen wir einen anderen Weg entlang. Mit den blauen Sprungfedern. Oh Gott. Ui. Wow! Oh. Weil ich so schnell bin. Ah, da sind noch mehr Monitore. Da. Jetzt komm mal runter, ey. Ey, sag mal. Ja, von wegen rund. Ach, da. Stopp. Die will ich alle haben. Das sah komisch aus. Oh, danke schön. Wir haben alle ein Schild. Das ist uns in diesem Tag noch nie passiert. Mod. Entschuldige bitte. Zieht mich mal, ich muss schneller werden. Ich bin auch nicht wirklich sonderlich der Schnellste. Dankeschön. Autsch. Schwebe. Getrennte Wege laufen. Ja gut. Ganz nett. Jo. Von wegen die respawn. Guck mal da runter. Normalerweise respawnen sie. Zumindest haben sie bei mir im Singleplayer immer respawned. Okay, gut. Nächste Stage? Ja, gern doch. Oh lol, ich stehe im Wasser drin, ohne Schaden zu nehmen. Hier gibt's ja nicht viel. Nicht Moment. Viel mehr. Halt, da habe ich noch einen Monitor gesehen. Ey, ey, ey. Upsala. Naja, was sollte das denn? Okay, also. Müssen hier erstmal irgendwo landen und jetzt mal würfeln. 11 und 3. 1, 2, 3. Ich bin Cream. Chris ist Skygo. Und Andy ist Parapa.
Creme, ich bin Creme. Lecker. Ellie, bin ich mal ein Gargoyle? Echt? Warst du noch kein? Nein, noch nie. Ich war auch noch nicht Parapa. Ich war auch nicht Cream. Ich kann schweben. Ich kann fliegen. Ich kann fliegen. Wie viele Ringe habt ihr jetzt? Null. Ich hab null. Cool, komm her. Ich hab euch alle 18 Ringe geklaut. Mann, Schoß! Cheater! Ich hab die blaue Flagge! Das ist eine Captain Flex Stage eigentlich. Jetzt müssen wir zur anderen Seite! Nicht. Zur roten Seite, weil wir die Bösen sind und so. Ich bin eigentlich kein Captain Flag Fan. Ich liebe Captain Flag. Ich hab die Flagge! Oh. Ich muss da hochkommen! Ich bin immerhin oben. Ich bin noch nicht oben, ihr zieht mich die ganze Zeit irgendwo weg. Ich versuch dich mal näher an das grüne Ding da. Ich hab die Flagge zurückgebracht. Ein Punkt für Team Rot. Weiter geht's. Sieht wirklich aus wie Game Boy Color, die Farbpalette momentan. Sieht aber so lustig aus. Was ist passiert? Ich hab gar keinen Spin Dash gemacht und... Oh, ich hab wieder die Flagge. Oh mein Gott. Und zurück! Das finde ich aber sehr komisch aufgebaut, dass man hier einfach... Also ich fände Capture the Flag angekettet von lustig, dass jedes Team halt angekettet ist. Das rote Team halt mit den roten Mitspielern zusammengekettet ist. Das ist tatsächlich eine interessante Idee. Sollte man mal offiziell umsetzen. Ja! Geschafft! 2 Punkte! Oh Gott, das ist mir gerade zu blöd. Mir auch. Okay, nächste Map. Eine noch. Okay. Huch, what the? What the? Ich finde Capture the Flag auch nicht so toll. Ich find's lustig. 52. 52 wirst du mich quälen. Ja toll, komm, du kannst doch einfach... Ich glaube, es sind eh nur noch 3 übrig, oder 2. 15, okay, in Ordnung. Also wie viele sind übrig? Wir sind alle 1. 2 sind noch übrig, das heißt... Das heißt, du musst das erste von beiden nehmen. Ja. Ich bin Green Eyes. Chris ist Robohood. Und Andy ist Amy. Ich glaube, der war ja auch noch nie. Green Eyes. Okay, Chris, dann mach dich bereit auf die Challenge Challenge supergeil. Sky Battle! Das ist auch eigentlich eine normale Battle Stage. Wir müssen versuchen, nach oben zu landen. Da ganz nach oben, würde ich mal sagen. Als Challenge. Da ganz nach oben auf die oberste Wolke da oben drauf. Was auch immer es sind. Ich bin schon fast ganz hoch. Ja, hier kann ich jetzt Ratings machen, wenn ich nur rumschweben kann. Ja! Das weißt du genau, wie ich mich gefühlt habe bei Dings, bei diesem Race-Dings-Bumster. Ja, voll geil, ich muss nichts machen. Du kannst nichts machen. Sag es mal so. Ja, aber das heißt auch, ich muss nichts machen, weil ich eh nichts machen kann. Ich bin wieder unten. Oder ich werde hochgezogen. Ja, jawohl, jetzt musst du aber was machen. Da, auf diese Wolke wollen wir. Ah, ich hab's geschafft! Ich bin zumindest da reingekommen. Ich auch. Aber dann wurden wir runtergezogen von einem Chris. Okay, gut. Darüber. Erstmal wieder da hoch. Und nicht so schnell, Victor. Wie sonst immer. So, und 3, darüber. 2, 1. Wieso? Ich dachte, wir gehen in die Richtung. Das war so klar. Das war einfach nur so klar. Wer kann sich's ja leisten? Na, wir essen hier derweil Nunchos. Boah, hier einen Ringrun zu machen wäre auch voll lustig. Nuncho Run! 1, 2, 3! Oh nein. Okay, stopp. Oh nein. Chris, wir haben unten. Chris vergessen. Chris können wir sowieso nicht hochziehen. Es ist um ihn geschehen. Oh Mann! Ich wollte gerade wieder zurück in das Ding da springen, um ihn hochzuholen. Töte dich! Sollte ich mich jetzt töten? Ja, das jetzt ist doch einfacher töten. Denn je. So, achso. Nein! Oh, nein!
Komm schon! Ich glaube, ich versuche es demnächst mal mit Metal Sonic, nicht mit Robot. Mal gucken, wie das endet. So, auf geht's! In diese Wolke rein! Vergiss nicht, du hast einen Doppelsprung. Welche? Meinst du die schwarze? Doppelsprung? Ach so, ja. Die hier da hinten. Genau. Ach so. Da springen wir da rein. In diese hier, in der Mitte. Ach so, die ganz in der Mitte. Okay, gut. Das ist das Ziel. Das schaffe ich aber auch ohne Doppelsprung. Sagt er und fiel runter. Aber wir halten uns irgendwie oben. Das sieht so lustig aus. Grimmis, ich muss jetzt aufpassen, dass ich euch nicht zu weit nach unten ziehe. Wir haben zumindest alle geschafft. Ja, ich hab's voll geschafft. Nein. Alter! Zieht mich doch nicht immer weg, wenn ich gerade hoch will. Nicht cool. Doch. Robot fliegt wieder irgendwo raus, scheint mir so. Oh! Ich hab ein extra Leben bekommen. Und wie viel Nahschuss habt ihr? 39. Ich hab 108. Weil ich mich zweimal umbringen musste, weil der gute Hör ja nicht zurückkommen wollte. Ich komme ja. Jetzt ist es spät. 1, 2, 3. Hab's geschafft. Und dann. Ich dachte, hatte ich jetzt nicht geschafft. Dann. Okay. 1, 2, 3. Nicht nochmal. Ja, wir haben es geschafft. Sogar mit Robohood. Wir sind die Besten. Ja, ich kann nichts mehr machen. Jetzt müsste ja nur noch eine Stage übrig sein. Ja. 7. Aber Moment mal, warum würfel ich überhaupt? Wir haben doch eh nur noch eine Kombi. Damit ich abzählen kann, wie oft ich abzählen muss. 4. So, ich bin. Okay, 4. 1, 2, 3, 4. Das hat so gebracht. Crawler Honcho bin ich. Chris ist Paper Luigi und Andy ist Parapa. Ich bin Crawler Honcho. Krawler. Letzte Stage, oder? Ja. Okay. Alles klar. Also es ist ja alles grün, aber ja, bei meiner Farbpalette ist da sowieso alles etwas fehlerhaft. Oh Gott! Alter! Das ist keine nette, das ist eine Trollstage. Komm her, hier. Durch das Haus, durch die Tür. Was schon irgendeine Tür geht's doch durch, oder? Geht normalerweise da rein? Normalerweise. Ist gar nichts normal. Ja, scheint mir auch so. Normalerweise kann man da einfach rein und da ist ein Innenraum. Na egal, gehen wir zum Ziel. Autsch. Plünk. Plünk. Hierher. Mir folgen. Brenn. Oh no. Oh no, folgen. Da entlang. Hui. Wow. Aber auf einmal voll schnell. Da, nur einer reingehen. Nur einer. Ja? Welche Musik gibt's hier? Nur einer. Ich. Der geht rein. Okay, und jetzt gehen wir in zwei verschiedene andere Ziele. Es gibt hier nämlich drei Ziele. Ja. Warum gibt's hier eigentlich keine Musik? Keine Ahnung, schalte Musik ein. Oh, da ist das nächste Ziel. Ich. So, jetzt muss ich nur das dritte Ziel finden. Und muss euch alle hinterherziehen. Ach ja. Der Paper Luigi sieht irgendwie lustig aus. Der wow! Der liest gerade die ganze Zeit im Platz und wird hier so mitgezogen und kriegt nichts davon mit. Natürlich! Er kann so halt. Ich glaube, den stört das wenig. Die Tageszeitung ist interessanter. Das Tagesblatt. Oh, verdammt. Da ist ja wer.
Erst gelaufen. Zurück zum Tagesblatt. Mal sehen, wo ist eigentlich das dritte Ziel? Ich hätte schwören können, es gäbe hier drei Ziele. Oder gibt's hier doch nur zwei? Es macht irgendwie unheimlich Spaß, gerade euch alle durch die Gegend zu ziehen. Hi du. Na, wie geht's so? Ja, ganz gut. Ich will auch mal in die Zeitung reingucken. Geht ein bisschen schlecht. So, ich schau jetzt genau auf deine Zeitung. ja gut. Das sieht vielleicht etwas komisch aus. Alles aus Papier hier, um genau zu sein. Oh, das Moment. Nee, doch nicht. Ist halt die Paper World. Paper Mario World. Das wäre doch mal... Hör auf! Wie kannst du überhaupt noch steuern? Zieh dann mich mal in die Richtung. Woohoo! Gibt's hier doch keine weiteren? Nein, gibt's hier nur zwei Ziele. Dann war's mein Fehler. Wow. Ah, und damit hätten wir jetzt Sweet Bro und Hella Jeff abgeschlossen. Ja, super geil. Hurra. Hurra, ich habe doch sowieso die total falsche Farbpalette hier. Alter! Es reicht! Nö. Moment, warte mal kurz, lass mich mal Skin wechseln. Nix wirst du. Doch, werde ich! Jetzt zieh ich ja mal alles einmal durch die Gegend! Och nö! Och nö! Ja, die Kette ist ja was Lustiges zum Rumspielen. Ah, ich klettere! Ich klettere! Ich kletter! What the hell? Mist. Doch! Was ist passiert? Echt, einer Wieso kann ich denn... Mann, ich stand doch gerade. Warum kann ich denn meinen Skin nicht wechseln? Ich hab gerade genau auf dem Boden gestanden. Tja. Wir lassen dich den Skin nicht wechseln. Ich halte euch alle hier fest. Sieht so komisch aus bei Knuckles. Er frisst den Boden. Was denn? Was hast du auch gehört, Knuckles? Nein! Ja, das versuche ich ja auch gerade, Mensch. Lass mich doch bitte mal nackt sein. Töte dich doch selbst, dann kannst du deinen Skin wechseln. Okay, jetzt haben wir Triple Knuckles. So. Nein. Jetzt wird's lustig. Jetzt reizt mir das Ganze bis zum bitteren Ende aus. Wahrscheinlich geht die Kette kaputt und das ganze Universum geht dadurch drauf. Wegen so einer gigantischen Explosion. Oh, ich habe ein Extra-Leben bekommen. Wow! Kann man ja auch sterben, indem man zu weit runterfliegt? Nein, kann man nicht. Sonst wären wir schon lange. Ich will leid, Dash. Nein! Oh Mist! Das war nicht so geplant. Ha! Nom 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 nom. Knuckles schmecken die Nachos hier. Nom 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 nom. Oh nein, es wird drei Knuckles. Juhu! Ach Gott, das kann was werden. Oh Gott, ich werde da unten gezogen. Wir alle werden durch die Gegend gezogen. Wieso hat der jetzt aufgehört zu gleiten? Ich wollte mich doch nur an die Wand festhalten. Brrrn. Lol. Jetzt bleibt die Frage, was machen wir als nächstes? Ich würde vorschlagen, diesen einen neuen Sachschnell-Mod, den Sonic CD-Mod. Ja, mit Zeitreisen! Mit Zeitreisen! Ich möchte sehen, wie es funktioniert mit Zeitreisen mit der Kombi-Kette und die Special Stages dort.
Es gibt nur ein Level und es gibt auch nur die Special Stage. Ja, das wäre so ein Mini-Video, so ganz kurzes. Ich will nämlich die ganzen Special Stages mit Dings schaffen, mit Kombi-Ring. Ja. Mit Robohood? Bloß nicht. Weil, wie würde sich Robohood dort verhalten in der Special Stage? Würde da auch voran gepusht werden? Also damit ist es jetzt vorbei, denke ich. Wir werden hier noch ein bisschen eine Weile lang Scheiße bauen. Wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat, immer disliken, immer deabonnieren, immer, falls ihr abonniert habt, deabonnieren, niemals abonnieren, Chips essen, Nachos essen, Knuckles essen, Ekusa-Eder würfeln, essen, ja, fressen, Crunch machen, ein extra Leben bekommen. Und damit sehen wir uns im nächsten Teil. Wie viele Nachos? Ich hab 207. Okay, gut. Damit war's das Ende. Chris, du auch noch? Nö. Das war sein letztes Wort. Ende.